Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum ersten Spieltag der Champions League 2019-2020. Hier seht ihr einmal in der Übersicht die Spiele und meine Tipps dazu. Auch die Timestamps werden gleich reinfliegen. In der Infokarte sind die Spiele von Dortmund und Bayern jeweils nochmal als Einzelspiel verlinkt. Das heißt, ihr könnt dieses Gelaber hier einfach skippen. Ansonsten jetzt bleibt fair in den Kommentaren und los geht's mit Dortmund gegen Barca. Viel Spaß! Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona am Dienstagabend in Dortmund. Ausverkaufte Hütte, keine Frage. Und die Schwarz-Gelben starteten gut rein und wollten ihren Fans direkt ein Spektakel bieten. Julian Brandt legt rüber zu Witzel. Brandt bekommt den Ball wieder. Versucht sich dann am ersten Abschluss, sein erster Champions League-Auftritt im BVB-Trikot. Hier um ein Haar direkt mal mit einem richtig guten Einstand. Marc-André Ter Stegen bedankt sich da bei seinem Vordermann. Und die Katalanen taten sich hier schwer in Dortmund. Delaney mit der nächsten Chance für den BVB. Und jetzt wurde es wirklich mal richtig gefährlich. Der deutsche Nationaltorhüter mit einer glänzenden Parade gegen diesen angeschnittenen Schuss, der auch den Weg ins Tor gefunden hätte. Doch der BVB drückte weiter auf die Angriffstube. Jadon Sancho zu Marco Reus und jetzt war der Ball im Tor. 24. Spielminute, das 1:0 für die Gastgeber und das war hochverdient, weil der FC Barcelona hier teilweise konfus auftrat. Hätte man so nicht erwarten können, aber der BVB lieferte eben auch eine richtig gute Leistung ab. Und damit konnten die Gäste lange Zeit nicht umgehen. Dann, nach dem 1:0, wachten sie fürs erste Mal auf. Luis Suarez dann gegen Roman Bürki, aber eine super Reaktion des Schweizer Schlussmanns. Das war nach einer knappen halben Stunde die beste Chance von Barcelona. Und bis zur Pause geschah dann relativ wenig vor den beiden Toren. Das konnte dem BVB richtig gut schmecken. Eine Führung zur Pause und der FC Barcelona, der nach vorne noch gar nicht richtig in Fahrt kam. Zweiter Durchgang. Der BVB nun etwas defensiver orientiert. Das führte dann zu Umschaltsituationen, weil der FC Barcelona mehr riskieren musste. Starker Spielzug und Jadon Sancho aus 15 Metern dann gegen Marc-André Ter Stegen. Um ein Haar mit dem 2:0. Das wäre natürlich der perfekte Start gewesen in den zweiten Durchgang. Aber Ter Stegen ist auch einer der besten, die es in der Champions League so gibt. Nur noch eine Viertelstunde auf der Uhr. Der FC Barcelona enttäuscht hier wirklich auf ganzer Linie. Wenig von Griezmann, Suarez und Co. zu sehen. Jetzt endlich mal eine Abschlusssituation, aber trotzdem. Wirklich gefährlich wurde es auch nicht und selbst wenn der Ball hier gefährlich auf den Kasten gekommen wäre, hätte er nicht gezählt, dieser Ball, denn Suarez stand kurz und knapp im Abseits. Zumindest eine leichte Druckphase am Ende ergab sich hier vom FC Barcelona, aber der BVB weiterhin sehr strukturiert und geordnet. Semedo dann zieht im Strafraum mal die Flanke in die Mitte, aber Jordi Alba kann sich da im Kopfballduell nicht behaupten und somit weiterhin keine Gefahr für Roman Bürki. Die Nachspielzeit mittlerweile der 2 Minuten waren abgelaufen. Der BVB nochmal mit einer Standardsituation aus der zweiten Reihe, dann Julian Weigel mit dem Traumtor versucht. Das wurde nichts, aber trotzdem konnten sie jubeln. Der BVB schlägt den FC Barcelona unter dem Strich, verdient mit 1:0, weil die Gäste über die 90 Minuten hinweg gesehen kaum mal ihre Gefahr nach vorne zeigen konnten. Benfica Lissabon gegen RB Leipzig ebenfalls am Dienstagabend und RB Leipzig in die Liga sehr gut gestartet nach dem Spiel gegen den FC Bayern München. Jetzt das nächste Topspiel, Benfica Lissabon, der Club in Portugal. Grimaldo hier mit dem ersten Abschluss und Peter Gulaschi, der dann eingreifen muss. 22. Spielminute, doch der Ungar im Kasten der Leipziger hat da keine Probleme.
Ein recht unspektakulärer erster Durchgang. Leipzig jetzt eine der wenigen Angriffssituationen. Werner mit der Flanke und Marcel Sabitzer setzt sich im Kopfballduell in der Mitte durch nach 27 Spielminuten. Bringt den auch gar nicht so ungefährlich aufs Tor. Doch Vlachodimos muss nicht eingreifen. Nach 45 Minuten stand es dann folgerichtig 0:0, denn die Großchancen blieben wirklich aus. Der zweite Durchgang sollte nun für die Leipziger besser laufen. Benfica zog sich ein Stück zurück, was auch für teilweise Überraschung sorgte. Paulsen legt den Ball zu Halzenberg, der linke Verteidiger mit nach vorne gekommen und dann, wie so oft, in den Strafraum gezogen, zurückgelegt und da ist der Däne Yusuf Paulsen. Bringt auch den Abschluss durchaus gefährlich auf den Kasten, doch Vlachodimos haut eine richtig starke Parade raus und hält das 0:0 fest. Nach einer knappen Stunde dann dieser Eckstoß von der linken Seite. Und da ist Yusuf Paulsen am ersten Pfosten und schlägt zu. Die mittlerweile verdiente Führung für die Roten Bullen. Und das musste Paulsen machen. Der hatte einige Chancen, die er teilweise leichtfertig vergab. Jetzt war er erfolgreich, brachte sich immer wieder in gefährliche Abschlusssituationen hinein. Benfica musste nun antworten, doch RB Leipzig mit der Fünferkette in der Defensive kaum zu überwinden. Dann mal ein Distanzschuss von Facer, aber das war alles andere als brenzlig für den Kasten von Gulaschi. Die Schlussphase bereits angebrochen. Yusuf Paulsen schickt mal Timo Werner, der hier das Laufduell überraschenderweise verliert. Doch Demme setzt vorne nach und Paulsen kann davon profitieren. 84. Spielminute, die Partie war entschieden. Dann wurden auch die ein oder anderen Pfiffe lauter der Fans von Benfica Lissabon. Sie ließen sich locken am Ende, wurden dadurch bestraft und Yusuf Paulsen mit seinem Doppelpack natürlich hier am Dienstagabend der Spieler des Spiels. Der FC Bayern München klarer Favorit im Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Doch die Serben sollte man sicherlich dennoch nicht unterschätzen. Die Spieldominanz gehörte ja aber klar dem FC Bayern München, auch schon in der Anfangsphase. Serge Gnabry zu Benjamin Pavard, Philippe Coutinho mit dem ersten Abschluss und Bochan im Kasten der Gäste muss sich direkt mal auszeichnen. Gefährlicher Schuss mit fieser Flugkurve, der hätte perfekt gepasst. Aber der Schlussmann der Serben lässt sich hier feiern und das völlig zu Recht für eine Glanztat. Es gab immer wieder gute Angriffssituationen. Das ist Ivan Perisic, der nochmal rauslegt zu Alaba. Ein schönes Doppelpassspiel, wo Belgrad der Zugriff fehlt. Kimmich, Lewandowski und dann Thiago aus der Drehung. Da fehlen auch nur einige wenige Zentimeter in der 25. Spielminute. Und so geht er ganz knapp rechts am Pfosten vorbei. Vielleicht ein halber Meter, der da fehlte. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Das Spiel war gut. Es fehlten nur die Treffer. Lewandowski nochmal zu Benjamin Pavard. Kimmich mit der Flanke und Ivan Perisic per Kopf. Auch gar nicht so schlecht gesetzt, vor allem mit Gegnerdruck, aber gefährlich konnte er ihn nicht auf das Gehäuse bringen. Nach 45 Minuten stand es dann 0:0, der FC Bayern München klar dominant, doch es fehlte nach wie vor der Treffer. Im zweiten Durchgang wollten sie das ändern, spielerisch änderte sich nicht viel, nur effizienter sollte es natürlich werden. Joshua Kimmich zu Philippe Coutinho, der wird nicht richtig angegriffen. Und dann Robert Lewandowski. Knappe Stunde gespielt, ein richtig guter Versuch mit seinem linken Fuß. Doch der Pole scheitert. Wieder denkbar knapp. Nur wenige Augenblicke später. Ivan Perisic hier in Ballbesitz. David Alaba auch fast nur vorne unterwegs. Perisic und wieder Bochan, der eine richtig gute
Leistung an diesem Abend hinlegte, musste er natürlich auch, das war klar vor dem Spiel, er müsste glänzen, dass für Roter Stern Belgrad hier etwas möglich sein könnte. Und dann tatsächlich kam es soweit, der FC Bayern München in der Defensive etwas unachtsam und die Möglichkeit für Roter Stern Belgrad nach vorne was zu setzen. Garcia legt den Ball rüber und dann im letzten Augenblick Alaba dazwischen. Das war eine ganz wichtige Szene gegen Jeftovic. Das hätte sonst wirklich ins Auge gehen können. Der Ball wohl nur an der Schulter, nicht am Arm. Der Videoassistent griff nicht ein. Der Bayern-Fan drohte zu verzweifeln, doch Robert Lewandowski hatte noch einen. Und in der 86. Spielminute geschah dann das, was lange Zeit abzusehen war, aber nicht mehr jeder sicherlich dran glaubte. Der letzte Atemzug des Robert Lewandowski fährt hier für die Münchner zum ersten Spieltag den hochverdienten Dreier ein. Bayern 04 Leverkusen gegen Lokomotiv Moskau in der heimischen Arena und leicht favorisiert ging man hier als Leverkusen in die Partie, doch Lok Moskau ist eine abgezockte Champions-League-Mannschaft, das sollte man auch niemals vergessen. Dennoch hatten die Gastgeber die erste Möglichkeit, Kerim Demirbay mit dem Abschluss nach 7 Spielminuten. Nicht so verkehrt, ging dann aber doch knapp über die Latte rüber. Leverkusen im Angriffsmodus, wie gewohnt unter Peter Bosch. Doch das bietet Möglichkeiten zum Kontern für die Kontrahenten. Smolov gewinnt das Kopfballduell. Weitergeleitet der Ball auf Anton Miranchuk und der bleibt eiskalt vor Lukas Radetzky. Das darf natürlich nicht passieren. Aber es ist immer wieder drin im Spiel von Peter Bosch. Und hier müssen sie nach einer knappen Viertelstunde den Rückstand erstmal hinnehmen. Sie brauchten ein wenig, um sich davon zu erholen. Schon über eine halbe Stunde gespielt. Dann Kerim Demirbay mit dem Ball zu Karim Bellerabi und der Ausgleich. 33. Minute. Bayer 04 Leverkusen war zurück in dieser Partie. Durchaus verdient zu dem Zeitpunkt. Dennoch etwas überraschend. Wuchtiger Abschluss, das kennt man von Bellerabi. Und da dann wenig zu halten. Sie wollten das Spiel vorm Seitenwechsel noch gänzlich drehen. Kai Havertz auf der rechten Außenbahn hat die Ruhe mit dem Ball und die Übersicht. Demirbay versucht sich nochmal, aber sein rechter Fuß nicht der stärkere. Kein Problem für Gil Hermel in dieser Situation. 1:1 nach 45 Spielminuten. Moskau war eiskalt in ihrer einen Szene, die sie vorm Kasten hatten und das musste sich Leverkusen dann auch ankreiden. Konter immer wieder brenzlig. Die erste Chance im zweiten Durchgang gehörte dann den Gästen. Zumindest so halb war es eine Möglichkeit, doch Jonathan Tah stand in der Defensive weitestgehend kompakt. Bei Kopfballduellen sowieso ein kaum zu bezwingender Gegenspieler. Krychowiak von PSG gewechselt zu Moskau. Hier in der Szene Smolov mit dem Abschluss aus der Drehung. Doch da zeigte sich dann auch, dass Leverkusen besser verteidigen wollte. Sogar Bellerabi hier arbeitete mit nach hinten und wehrt diesen Ball zum Eckstoß ab. Aus dem resultierte nichts. Stattdessen Leverkusen auf dem Weg nach vorne. Bis dahin kaum etwas zu sehen im zweiten Durchgang von der Offensive. Jetzt vielleicht mal Amiri und Kerim Demirbay gegen Guilherme. In der 72. Spielminute nochmal mit einem Ausrufezeichen, das aber auch gleichermaßen das letzte war, das man auf beiden Seiten zu erwähnen hatte. Kein so richtig zufriedenstellender Ausgang dieser Partie für Bayer 04 Leverkusen. Unter dem Strich werden sie aber mit dem 1:1 gegen Lok Moskau erstmal leben können. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Hier seht ihr einmal die Ergebnisse in der Übersicht. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ebenso wie ein Daumen nach oben und ein Abo, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. FIFA 20 geht ja bald los und Europa League kommt auch noch am Mittwoch wahrscheinlich oder am
Dienstag. Ansonsten ja, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video und ciao.